Bonjour aus der Bretagne. Wir zeigen euch in diesem Video drei kleine Projekte, die sich auch super zum Nachmachen eignen. Los geht's! Wir fangen mal mit dem einfachsten an und das ist der schwebende Weinhalter. Es braucht dazu natürlich ein Stück Holz, so ungefähr 7 cm breit, reichen schon aus. Ich habe hier ein Stück Kirschholz, ich werde da drei Stück rausmachen. 7 mal 24 ungefähr. Man kann es auch breiter machen, eigentlich so breit wie man will, aber 7 cm sollte es schon haben. Und außer das Stück Holz braucht es eigentlich nur eine Säge zum Zusägen und einen 35er Bohrer. Okay, ich habe vergessen, dass man vielleicht noch eine Hobelmaschine bräuchte, aber da tut es auch eine kleinere als diese hier. Oder der Handhobel. Diese Mühe muss ich mir aber nicht machen, ich habe ja die Maschine. Ich habe die jetzt auf 22 mm gehobelt, das reicht schon aus. Das scheint einem recht dünn, aber wenn hier erstmal eine Schräge dran ist, dann reicht es schon mit der Auflagefläche. Und ihr werdet nachher sehen, die Weinflasche wird ziemlich stabil stehen. Was man im Hintergrund gerade hört, ist Annika, die ist gerade am Schleifen. Wir haben nämlich schon einige von diesen schwebenden Weinhaltern gebaut und Annika schleift gerade welche. Wird einem richtig warm. Man muss das Holz gar nicht zwangsläufig hobeln. Hier haben wir zum Beispiel so eine Variante mit Baumrinde. Und wenn man es nicht hobelt, kann das durchaus auch seinen Reiz haben. Das ist uraltes Holz. Das kann 300 Jahre alt sein, das Holz. Naja, wir werden am Ende nochmal zeigen, was es da so für Varianten geben kann. Ich mache jetzt auf jeden Fall weiter hier mit meinem Kirschholz. Da kommt jetzt eine 40 Grad Schräge dran. 40 Grad hat sich bei uns einfach so etabliert. Man kann auch 45 Grad nehmen, aber je steiler das steht, desto weniger steckt die Flasche nachher in dem Loch. Sonst kippt es halt um. Wenn man es weniger steil macht, dann muss man eventuell das Loch ziemlich groß machen und die Weinflasche sehr weit dann da durchstecken. 40 Grad hat sich einfach so etabliert bei uns. Deswegen bleiben wir auch dabei. Ich habe in diesem Fall jetzt mal beide Seiten abgeschrägt. Das gibt irgendwie nochmal so eine moderne Optik, finde ich. Passt zu dem Kirschholz. Damit ist das meiste auch schon erledigt. Was jetzt noch fehlt, ist das Loch. Für mich hat sich herausgestellt, dass 18,5 von der unteren Kante, also von hier aus gemessen 18,5, dass das das passende Maß ist. So, dann bohre ich das Ganze jetzt noch mit einem 35 mm Forstner Bohrer. Damit wäre es eigentlich schon fertig, aber schöner ist es immer, wenn die Kanten bearbeitet sind. Deswegen fräse ich jetzt an jeder Kante noch einen Radius. Und nach dem ersten... Was? Und nach dem obligatorischen Brandstempel ist das erste Projekt auch schon fertig. Es gibt auch Varianten, wo die Flasche wirklich parallel so zum Boden steht. Aber ich finde, das ist die schönste Variante, wo die Flasche so ein bisschen nach oben zeigt und nicht ganz parallel zum Boden ist. Aber das ist vielleicht Geschmackssache. Ich finde es so am schönsten. Und was ich anfangs auch nicht gedacht hätte, das Ganze ist ganz schön stabil. Ich wackel mal jetzt ein bisschen hier an dem Tisch. Es wackelt zwar, aber es kippt nicht um. Man kann hier auch gegenhauen. Es kippt einfach nicht um. Schleifen und ölen tue ich das Ganze ganz zum Schluss. Jetzt kommt erstmal Projekt Nummer 2. Das zweite Projekt hat auch wieder mit Wein zu tun. Es ist aber kein Weinflaschenhalter, sondern ein Glasweinhalter. Nee, ein Kleinwasshalter auch nicht. Ein Weinglashalter. Dazu kann man sich hier so eine PDF-Datei runterladen. Da ist unter anderem auch diese Vorlage dabei und nach genau dieser Vorlage werde ich mir den Weinglashalter jetzt bauen. Diese PDF-Datei, die kann man sich kaufen, das ist nicht meine PDF-Datei, ich habe da auch Geld für bezahlt. Die kostet einmalig 5 Dollar, also das sind irgendwie 4,88 Euro. Wer diese PDF-Datei auch haben will, einen Link dazu findet ihr hier unter diesem Video in der Videobeschreibung.
Und diese Vorlage, die kann man sich dann ganz einfach ausdrucken. Ich habe die Vorlage dann auf ein ganz dünnes Stück Sperrholz geklebt mit doppelseitigem Klebeband. Und nach dieser Vorlage kann man dann auch die Bohrung machen. In der Mitte habe ich wieder ein 35er Loch gebohrt. Die beiden kleineren Löcher habe ich jetzt mit 16 mm gebohrt. Dann habe ich die ganze Kontur mit der Bandsäge einmal nachgesägt. Und herausgekommen ist diese Vorlage. Das ist jetzt wie gesagt ganz dünnes Sperrholz. Das ist mir als Vorlage aber irgendwie nicht stabil genug. Deswegen nutze ich diese Vorlage jetzt, um eine stabilere, solidere Vorlage zu fräsen. Aber die dünne Vorlage aus dem Sperrholz lässt sich einfach besser bearbeiten. Hier kann ich jetzt wunderbar erstmal mir das so schleifen, bis mir das gefällt. Wenn ich das sofort auf so ein dickeres Stück übertragen hätte. Das lässt sich halt einfach schwieriger in Form bringen. Deswegen mache ich das ganz gerne, dass ich erstmal eine ganz dünne Vorlage nehme. Sowas wie das hier. Und die übertrage ich mir dann auf einer stabilen Vorlage. Und mit dieser Vorlage kann ich dann so viele Teile fräsen, wie ich will. Jetzt habe ich ganz schön oft Vorlage gesagt. Also mache ich jetzt aus der dünnen Vorlage eine dicke Vorlage. So, und jetzt kann ich mir hier diese dünnere Vorlage auf die dickere Vorlage draufkleben und dann mit dem Konturfräser einmal die Kontur nachfräsen. Und dann habe ich hier eine perfekte Vorlage. So, da ist sie. Meine Vorlage, mit der ich jetzt unzählige Weinglashalter fräsen kann. Am besten schneidet man dann an der Bandsäge oder auch mit der Laubsäge einmal die Kontur grob mit einem bisschen Aufmaß nach. Und dann kann man mit einem Konturfräser oder mit einem kugelgelagerten Schaftfräser, wie auch immer, kann man dann einmal die Kontur hier abfahren und dann hat man relativ einfach einen Weinglashalter. Wenn man nur einen einzigen haben will, macht die Arbeit hier gar keinen Sinn. Aber ich möchte ja mehrere fertigen. Das soll eine kleine Serie werden und dann macht es eben Sinn, mit so einer kleinen Vorlage zu arbeiten. Das ist also Projekt Nummer 2. Wir testen es mal mit Weinflasche und Weingläsern. Man muss es ein bisschen ausbalancieren, aber es ist möglich. Was hältst du davon? Ja. Ja, super, sag einfach. Ja, super. Das wollte ich hören. Also, gerade wenn man diese Vorlage hat, es geht natürlich auch ohne Vorlage, ist auch das ein simples Projekt, aber jetzt genug vom Wein. Wir kommen zum Projekt Nummer 3. Projekt Nummer 3 ist eigentlich mein Lieblingsteil, weil es ist nicht nur ein Stehrümmchen, sondern es hat auch eine Aufgabe, eine Funktion. Und zwar ist das diese Duftlampe hier. Wir selber nutzen eigentlich ganz gerne mal so eine Duftlampe. Das ist einfach super dafür geeignet, wenn man irgendwie eine schöne Atmosphäre im Wohnzimmer oder so haben will. Dann macht man sich hier halt ein bisschen Wasser rein, ein paar Tropfen ätherische Öle dazu und dann kann man einen super Duft erzeugen. Und auch wenn die Duftlampe gerade keinen angenehmen Duft produziert, sieht sie immer noch gut aus. Diese Duftlampe hier ist aus Zirbenholz. Zirbenholz ist besonders gut geeignet, weil Zirbe riecht an sich schon total angenehm. Ach, Zirbenholz ist einfach wunderbar. Aber um zu zeigen, wie man das machen kann, werde ich kein Zirbenholz verwenden, sondern, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube Eiche. Ja, hier ist noch ein kleines Stück Eiche. Danke, Emmy und Chris. Ich glaube, das ist ein Abfallprodukt von eurem Van-Ausbau. Ich hoffe, ich darf das nehmen.
Naja, daraus werde ich jetzt auf jeden Fall eine Duftlampe bauen oder wahrscheinlich auch mehrere aus diesem Stück. Ich habe schon etliche Duftlampen gebaut. Früher habe ich die aber viel, viel aufwendiger gemacht. Und dann hat das Ganze auch dementsprechend viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Das kann ich mir heute gar nicht mehr leisten, so viel Zeit für eine einzige Duftlampe mir zu nehmen. Deswegen habe ich einen einfachen Weg gesucht, eine Duftlampe zu bauen. Das besteht wirklich jetzt nur aus drei Teilen. Man muss einmal eine Fräsung machen, man muss das Ganze zusammenleimen. Also das ist nicht nur einfach, es sieht meiner Meinung nach auch noch sehr ansprechend aus. Also hier habe ich jetzt einen Weg gefunden, schnell und einfach und dennoch ansehnlich eine Duftlampe zu produzieren. Es braucht für diese Duftlampe zwei Teile von 13 x 9 cm und ein Teil von 10 x 9 cm. Das werde ich mir jetzt hier an der Formatkreissäge zurechtsägen. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Säge. Hauptsache, man kommt irgendwie auf dieses Maß. So, jetzt habe ich hier ein Teil von 9 x 10 cm und zwei Teile von 9 x 13 cm. Der schwierige Part ist es jetzt, für diese Glasschale eine passende Vertiefung zu fräsen. Dafür habe ich mir, wie könnte es anders sein, mal eine Vorlage gemacht. Diese Vorlage hat genau die Rundung von der Glasschale. Ich kann den Link zu diesen Glasschalen auch mal in die Videobeschreibung packen. Und auch da bekomme ich kein Geld für, aber wenn sich jemand das so nachbauen will, dann kann er wenigstens die gleichen Materialien verwenden und es exakt so bauen, wie ich es hier mache. Also man kann sich dann eben den Durchmesser von der Glasschale übertragen und dann eben genau diese Rundung herstellen. Und dann mache ich es mir, glaube ich, ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt wirklich viel davon fertigen würde. Dann könnte man sich vielleicht noch eine kleine Vorrichtung dafür bauen. Aber ich mache das jetzt einfach hier an der Kante von meiner Werkbank. Ich richte mir jetzt dieses Teil hier aus, zwinge mir dann dieses Teil hier fest. Und dann kann ich das wieder mal mit dem Konturfräser einfach hier an der Kontur entlang ausfräsen. Und jetzt fällt mir ein, genau dieser Fräser ist mir kaputt gegangen. Oh, scheiße. Ich muss es einmal testen. Ich glaube, der geht doch noch. Ich hatte gestern nämlich einen kleinen Unfall mit diesem Fräser an der anderen Fräsmaschine am Frästisch. Und ich habe gedacht, der ist jetzt krumm, aber der ist gar nicht krumm. Der läuft immer noch gerade. Wobei ich mich ein bisschen frage, was ist denn dann gestern krumm gelaufen? Dann muss es ja die Fräsmaschine gewesen sein. Aber ich habe ja schon was gefräst. Naja, egal. Ich glaube, es ist alles heile geblieben. Vielleicht war es auch einfach nur ein Knick in der Optik. Mit diesem kugelgelagerten Konturfräser kann man eben jetzt an dieser Kontur hier lang fräsen und sich eine kleine Vertiefung in dieses Stück Holz fräsen. Und das mache ich jetzt. Aber was entscheidend ist, ist, dass diese Vertiefung 10 mm tief ist. Wenn man eben genau die gleichen Materialien benutzt, die gleichen Maße nimmt, dann muss das hier 10 mm tief sein. Das habe ich jetzt und jetzt fräse ich. Jetzt probiere ich mal einmal, ob das passt. Wunderbar. Also das Ganze jetzt nochmal mit Leim zusammenzwingen, abwarten und dann geht's weiter. Komm, hier komm. Klasse, komm. Super. So, hast du dein Hundetraining beendet? Ja. Okay, Tanja, Lehrstunde für heute beendet. Jetzt gehen wir wieder spielen. Annika meint, den Nachbarshund trainieren zu müssen. Ist ja auch richtig so. Ja, ja, so sieht das aus, wenn ich was verleime. Hiermit garantiere ich mir halt, dass die Teile auch bündig sind, in einer Flucht sind. Und hiermit habe ich halt jetzt zusammengepresst mit den dreien. Und das trocknet jetzt so, wie es ist, erstmal mindestens eine Stunde. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Radius. Und dann bin ich schon fertig. Was ich immer ein bisschen nervig finde, ist, dass hier in der Ecke halt was übrig bleibt, weil durch das Kugellager kommt die Schneide nicht ganz in die Ecke und dann muss man das eben mit der Feile oder mit dem Schleifpapier nachfeilen. Weil wenn man sich diese Arbeit nicht macht, dann ist das irgendwie nur so ein halbfertiges Objekt. Also wenn man es wirklich richtig schön haben will, dann muss man sich diese Arbeit leider machen.
Letzter Check vorm Ölen. Auch hier habe ich es mir nicht nehmen lassen, dem Teil noch einen Brandstempel zu verpassen. Und als letzter Schritt kommt jetzt das Öl. Und da einige Leute fragen, was für Öl ich verwende, ich benutze immer Öl von der Marke Contura, contura24.de. Dort findet man das Öl. Was man jetzt dafür verwendet, ob man jetzt hier so ein Pflegeholzöl nimmt oder ein Hartwachsöl, das spielt eigentlich gar nicht so die Rolle. Hauptsache, es ist ein bisschen Öl drauf. Das ist reichlich. Und mit diesen Bildern ist das Video zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht war ja wirklich was dabei zum Nachmachen, für den Eigengebrauch oder auch zum Verschenken. Wir haben mittlerweile ganz viele Varianten gebaut von dem, was wir hier stehen haben. Unter anderem auch aus Eiche. Hier haben wir aus Altholz was gefertigt. Hier haben wir noch welche mit Baumrinde. Die finde ich auch total cool. Wir haben so viel gebaut, weil wir im Oktober in unserem Heimatort auf dem Flohmarkt wollen. Und da wollen wir ein bisschen was verkaufen. Deswegen haben wir einiges produziert. Und damit verabschiede ich mich. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wir wissen noch nicht, was wir zum Sonntag hin machen. Irgendwas fällt uns schon ein. Also, a bientôt!